Sie sind Bildungsaktivist und Lehrer, aber aufmerksam haben Sie jetzt auf sich gemacht durch die Aktion am vergangenen Sonntag. Dazu haben wir Sie ja bereits diese Woche interviewt. Eine tolle Aktion, dieses Licht am Meer, das am Sonntag in Wien stattgefunden hat. Ganz kurz zusammengefasst nochmal, die Idee kam von Ihnen gemeinsam mit Roman Scamoni. Den haben Sie ja per Twitter begegnet und sind draufgekommen, dass Sie eigentlich das gleiche Bedürfnis haben, nämlich der Bevölkerung ein gemeinsames Bild abzugeben. Ein Bedürfnis, das offenkundig viele Menschen teilen, hier auch zu zeigen, es gibt ein größeres Österreich, die vielen, vielen Menschen, die miteinander, gemeinsam im Frieden füreinander da sein wollen. Gerade jetzt zu Weihnachten ist es vielleicht auch der richtige Moment, wo man solidarisch nächstenliebend füreinander da ist, gemeinsam Danke sagen wollte, gemeinsam auch der Toten gedenkt. Eine tolle Aktion. Es waren ja über 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also manche Demonstrationen hätten sich so viele Teilnehmer gewünscht, gerne. Ein schönes Bild, das man hier ja gesehen hat auf der Wiener Ringstraße. Ganz kurz, es waren ja viele unterschiedlichste Teilnehmer. Es waren junge Familien, es waren Ältere, es waren auch Politiker und es waren auch einige prominente Gäste mit dabei. Wer es gesehen hat, es war ein wirklich beeindruckendes und ich sage auch dazu persönlich sehr bewegendes Zeichen, das hier gesetzt wurde. Viele, über Generationen hinweg, viele unterschiedlichste, bunteste, diverseste Menschengruppen, die teilgenommen haben, die eben diese Gemeinsamkeit vor das Trennende stellen wollten. Ich erinnere mich gut daran, etwa beim Stubenring, ich habe die Bilder gesehen, ich war selbst mit meinem Bruder beim Parlament, war eine Reihe von Kindern vor allem, die eine kleine Lichterspur in die Mitte des Ring gelegt haben. Woanders habe ich gesehen, dass Familien gemeinsam einfach eine Kerze und die anderen dann Handylichter umhalten. Kurzum, es war ein wirklich schönes, buntes, gemeinsames Innehalten. Wir haben ja im letzten Interview auch ein wenig den Aufruf gestartet, vielleicht die Aktion auch in die Bundesländer oder in andere Länder generell zu tragen. Und so schnell kann es gehen, sitzen Sie bei uns wieder auf OE24TV im Studio. Denn das Ganze hat jetzt eine gewisse Dynamik angenommen. Und Sie wollten ja jetzt auch das Ganze, glaube ich, mal abrunden und abschließen. Genau, die ganze Woche schon der Vorbereitung dieses doch sehr jungen Unterfangens, yes, we care, eine Haltung, die aber viele Menschen, glaube ich, schon vorher durchströmt, hat sich aufgebaut und es sind viele weitere Stimmen, buchstäblich Hunderte, die sich an uns gewandt haben, was machen wir denn jetzt? Wir haben gesagt, wir würden gerne diese Aktion jetzt quasi von unserer Seite zumindest abschließen, indem wir gestern eine Petition gestartet haben und aufs Netz gestellt haben unter Aufstehen.at, wo ich auch Danke sagen möchte für die liebe Unterstützung. Eine Petition, die wir bewusst an die Politik genannt haben. Yes, we care, Wünsche an die Politik. Warum? Wir haben so breite Unterstützung, Sie haben es vorher gesagt, auch von unterschiedlichsten Teilen der Politik erhalten und sagen auch dafür Danke. Immer noch bin ich bewegt, wie viele NGOs, Kirchen und auch die Politik hier von vornherein gesagt haben, ja, da machen wir mit und wollen gern diese Energie weiterleiten, denn man muss schon sagen, Worte der Unterstützung sind das eine und Taten sind das andere und die Handlungsvollmacht für die Gestaltung unserer Welt liegt in der Politik, in der Regierung noch spezifisch, aber auch in der Opposition, hier das Gemeinsame zu suchen und haben ein paar Handlungsfelder exemplarisch definiert, wo wir die Politik auffordern, bitten, wie auch immer, hier doch auch tätig zu werden, hier konkrete Beispiele auch zu geben, wie wir Yes We Care erleben wollen. Gehen wir vielleicht genau auf diese 5 Punkte nochmal, dieser Petition nochmal kurz ein. Der erste Punkt ist strukturelle Probleme in der Pflege. Ganz ein wichtiges Thema, auch das ja lang schon vor Covid bekannt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie lange klar ist, dass die Pflege einer verstärkten Aufmerksamkeit bedarf, dass die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich, an sich im Gesundheitsbereich, extrem herausfordernd, extrem schwierig sind, dass die Bezahlung etwa vielleicht noch mal justiert gehört oder ganz wichtig in der Ausbildungsthematik, Ausbildung und Pflege ein Feld, wo unzählige Menschen schon doch bitte handeln, fordern. Wir wollen uns hier anschließen und hoffen sehr, dass dieses Yes We Care, das ja Care sozusagen auch schon mal den Namen Pflege in sich trägt, doch auch hier zu konkreten Handlungen, zu Gesetzesinitiativen, Verordnungen. Wir wollen gern hier mithelfen, dass Bewegung ins Thema kommt und am Ende des Tages auch alle gemeinsam sich zu konkreten Schritten durchringen können mit einem klaren Beginn und mit einem klaren Ziel, weil auch hier gilt, das muss man ja sagen, das kann man nicht von heute auf morgen ändern, aber es geht darum, den ersten Schritt zu gehen und möglichst konsequent auch schon das Ziel vor Augen zu haben. Definitiv ist aber gerade, wie Sie es angesprochen haben, in dem Bereich sehr wenig weitergegangen in der letzten Zeit und auch die Gewerkschaften, die ja sehr stark sich gemacht haben jetzt in der Pandemie, um eben, wie Sie gesagt haben, in die Ausbildung zu investieren und auch die gewisse Anerkennung dem Pflegepersonal zu geben.
geben. Und da ist es jetzt wirklich einmal Zeit, Taten zu setzen und nicht nur schön zu reden. Es drängt enorm. Also hier hat Covid gezeigt, wo die Schwachstellen schon zuvor gelegen sind und führt tatsächlich zu fast explosionsartig katastrophalen Zuständen, wo die einzelnen Pflegerinnen und Pfleger, viele im Gesundheitsbereich, übermenschliches Leisten und Danke sagen. Am Sonntagabend war das eine, auch durch die Politik, aber hier auch konkret ins Tun zu kommen, mit der Bitte an die Politik, mit dem Wunsch an die Politik, das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Der zweite große Punkt von Yes We Care sind die Kinder und die Jugendlichen. Die sind natürlich auch sehr stark, gerade jetzt von der Pandemie, bereits seit 2,5 Jahren betroffen. Was können Sie dazu sagen? Eine Gruppe, die ganz besonders unter der pandemischen Situation oder den Lockdowns auf der einen Seite unter der Durchseuchungsgefahren, Kindergärten und Schulen, weil hier meine ich, und das ist jetzt kein Yes We Care Ansatz, das sage ich privat, weil hier, glaube ich, teilweise auch vernachlässigt wurde, die Kindergärten und Schulen wirklich sicher ausgestalten. Man hat es in Dreiskirchen gesehen, da gäbe es schon mehr Möglichkeiten. Ein Feld, das in der Covid-Zeit besonders gelitten hat, ein Bereich, wo ich wieder verweisen muss, dass es eigentlich schon lange vor Covid-Thema war, auch da Jahr für Jahr höre ich Beiträge im Radio, sehe ich Beiträge im Fernsehen oder in den Social Medias, der Bereich der Kinder- und der Jugendpsychiatrie, Jugendunterstützung hier für Kinder, die unter besonderem Herausforderungen leben, die einfach ganz schwere Belastungen haben, psychisch, physisch, jetzt auch zuletzt, aber im psychischen Bereich. Und da wieder ganz besonders Plätze, die auch kostenfrei in Anspruch genommen werden können. Eine, ich glaube, wirklich auch jahrelange Forderung durch Covid auch wieder enorm verstärkt, weil wir wissen, dass die bis hin zum Schlimmsten, was es gibt, die Suizidgefahr, also Kinder, Jugendliche, die drohen oder es teilweise ankündigen, Gott sei Dank ist es ja oft nicht erfolgreich, unter Anführungszeichen, sich selbst das Leben nehmen zu wollen. Und am Weg dorthin viele, die auf Jahre hinaus jetzt einen Rucksack quasi umgeschnallt bekommen mit diesen enormen Problemen. Hier, klar, Unterstützung beizustellen ist wichtig. Anderes Thema für Kinder- und Jugendbereich, auch eines, das nicht ganz neu ist. Das Bildungssystem wird im Laufe der Zeit, wurde schon und wird immer wieder mit enormen zusätzlichen Herausforderungen aufgeladen, also Erwartungen an die Bildung. Und ich bin jemand, der auch sagt, ja, wir müssen versuchen, im Bildungsbereich einmal noch ganz besonders dort auszugleichen, wo die Eltern weniger Möglichkeiten haben, bei finanzschwachen Hintergründen, bei Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ihren eigenen Kindern nicht so viel helfen können. Hier zu investieren, hier auch die Forderung, die wir pandemisch öfter gehört haben, nämlich koste es, was es wolle, auch in die Tat umzusetzen, einmal mehr auch ins Tun zu kommen, reale Gesetze, Verordnungen zu beschließen, auch das ist ein ganz dringender Wunsch, ich möchte fast sagen, ein Appell an die Politik. Der dritte Punkt, natürlich ein sehr großer Bereich, nämlich der Bereich der Wirtschaft. Erst jetzt wurde diese Woche wieder klar, welche Verschärfungen es gibt jetzt und gewisse Bereiche, die natürlich extrem davon betroffen sind, der ganze kulturelle Bereich, dann natürlich Hotellerie, Gastronomie, die Dienstleister. Also das ist natürlich schon ein großes Thema, glaube ich, auch, dass Sie mit dem, mit Ihrer Petition vielleicht jetzt auch noch mal ankurbeln könnten. Drittes exemplarisches Handlungsfeld, wo es uns noch einmal ganz besonders um die vielen Klein- und Mittelbetriebe geht, KMU-Thematik, Sie haben es gesagt, die Kulturschaffenden, wo auf der einen Seite schon auch gesagt werden muss, dass im Bereich der Unterstützungsleistungen die Regierung durchaus anständig tätig wurde, kann man, höre ich von Spezialistinnen, noch mal eine Runde darüber verlieren, ob es immer punktgenau und treffsicher war. Aber da ist viel in die Wege geleitet worden. Im Kulturbereich ebenfalls die großen Bühnen. Wenn ich in Wien mich umschaue, die konnten gut über die Runden kommen. Ich weiß und ich hoffe, niemand von Ihnen ist sauer. Auch für Sie ist es schwierig. Sie können sich vorstellen, wenn ich Künstlerin bin, Künstler und nicht auftreten kann, dann würde es wie Ihnen, wenn man Ihnen sagt, Sie dürfen jetzt ein Jahr nicht moderieren. Also hier nach außen treten zu wollen als Künstlerin, als Künstler, ist ein innewohnendes Ansinnen. Und im Künstlerbereich ganz wichtig, die vielen Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht nicht so bekannt sind, die tagtäglich ganz wertvolle Beiträge auch für diese, ich möchte fast Seelennahrung für uns alle liefern, für die Kunst und die Kultur. Oder andere Begleitindustrie, hätte ich fast gesagt, Unternehmen, die zum Beispiel Booker oder wie auch immer, also ich möchte mich da nicht so sehr verlieren, aber es gibt ja um die Kunst und Kultur noch vieles herum. Also hier in dem Bereich, im Bereich Klein- und Mittelbetriebe, auch da wünschen wir uns einfach noch eine vielleicht treffsichere und was den Kulturbereich anbelangt, doch nochmal eine vielleicht auch aufgewertete Unterstützung, die auch bitte zeitnah eintritt. Ich habe großen Respekt, das ist schwierig, aber manche haben mir gesagt, durch die Organisation bei uns in Österreich eben die Abwicklung vielleicht einmal über noch 2-3 Ecken komplizierter, als ich es in der Schweiz oder Deutschland vernommen habe.
da könnte man schon manches vielleicht noch ein bisschen intelligenter und rascher lösen. Und Geschwindigkeit, das ist schon ein Thema, ist an der Stelle natürlich auch das Gebot der Stunde, weil wenn du heute die Angestellten nicht bezahlen kannst, wenn du heute deine eigene Miete vielleicht nicht mehr leisten kannst, dann hilft es dir nicht, wenn du in einem halben Jahr Geld bekommst, auch wenn das wunderbar ist, wenn es es gibt. Da gibt es ja gerade jetzt große Kritik, denn man hat ja jetzt eine neue ganz staatliche Corona-Krisenorganisation ins Leben gerufen und sehr viele Handelstreibende und auch Hoteliers, die jetzt sagen, man wollte damit eigentlich nur das Ganze abwälzen jetzt auf eine andere Organisation und die Regierung wäscht sich somit die Hände. Wie sehen Sie das? Ich darf auf den ersten Punkt unserer Petition unter aufstehen.at hinweisen. Wir haben sogar angeregt und insofern sehe ich das durchaus differenziert. Wir haben angeregt, dass vielleicht die Politik sich besser schon früher, aber zumindest jetzt aus der ersten Reihe nehmen soll und doch die Wissenschaft und ein breites Expertinnen-Team nach vorstellen soll, auch in der Kommunikation. Warum? Weil diese Situation, glaube ich, dass die Politik sich quasi auch ad personam hingestellt hat, hat natürlich anderen politischen Parteien, insbesondere eine, die Möglichkeit gegeben, sich alleine mit diesem Thema, ich sage am Rücken von Menschen zu profilieren und politisches Kapital draus zu schlagen. Also hier die Politik zurückzunehmen, glauben wir, wäre eine gute Maßnahme, um es zu entparteipolitisieren. Politisierung und Parteipolitisierung ist ja vielleicht noch mal was anderes. Also ich sehe das differenziert. Ich glaube, das nach vorzustellen ist gut, es eben ganz breit auch zu präsentieren. Ich verstehe natürlich, dass trotzdem einzelne Gruppen, die jetzt dann quasi aber eben wissenschaftlich begründet, wie ich meine, gut begründet, ich bin kein Experte, ich sage es immer wieder, einzelne Gruppen, die sich jetzt benachteiligt fühlen, andere wieder bevorzugt, das ist ein schwieriger Prozess, aber der dahinterstehende Gedanke, bitte nehmen wir doch die Parteipolitik und die ganzen Wahlgedanken und so weiter und sich selbst zu profilieren ein bisschen raus und stellen wir die Wissenschaft in die erste Reihe, benennen wir vielleicht auch, wie es in Deutschland ist, Personen, die das Gesicht der Kommunikation für Covid werden könnten, um es möglichst Parteipolitik fern zu gestalten. Das finden wir in dem ersten Punkt unserer Petition schon auch sehr wichtig verbunden. Eben auch, da beziehen wir erstmals klar auch Stellung zur Frage der Impfung. Ich möchte das sagen, warum? Weil wir meinen, die Impfung, wie auch das viele Testen oder das achtsame miteinander umgehen und selbstverständlich eine Maske tragen und selbstverständlich auch gerne akzeptieren, wenn beim grünen Pass auch abgelesen werden soll, wer bin ich. Also hier, wie ich das aus Italien höre, genauer zu reagieren, inkludiert auch das Thema, dass wir schon einmal mehr noch einladen, bitte überlegen Sie noch einmal, sprechen Sie mit der Ärztin Ihres Vertrauens, ob Sie nicht die Impfung konsumieren wollen. Alle die, die das können, lade ich ein dazu. Es ist ein Merkmal, das einem ohne Wenn und Aber, wenn man wissenschaftsnah argumentiert, selbst schützt und auch überwiegend, sagt die Wissenschaft, und so einmütig ist sie ja gar nicht immer, es schützt auch andere Menschen und nicht zuletzt schützt es die Situation an den Intensivstationen, wenn man immer noch weiß, dass, weiß nicht, 90-95% aller Menschen, die dort leiden, bis hin zum Tod ungeimpft sind.